Kollege, bitte. Die Staatsregierung zurückzunehmen, und zwar genau deshalb, weil exakt dieser parlamentarische Prozess hinterlegt war. Wenn ich, wie der Kollege Fischbach zu Recht zitiert, schon im Juni etwas gefordert habe, aus der Mitte des Parlaments heraus, und die badische Staatsregierung das dann umsetzt, dann ist es genau diese Art und Weise, wie Parlament und Staatsregierung zusammenarbeiten sollen, und deshalb stehe ich auch ausdrücklich zu diesem Lob. Zum Gesetzesentwurf von heute Vormittag war eigentlich der Auffassung, die Bauchlandung wäre für die Grünen genug gewesen, und man hätte über das Mittagessen vielleicht verstanden, dass man etwas, was rechtlich nicht regulierbar ist, auf Landesebene halt auch nicht mit einem Gesetz regulieren kann. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Dritter und letzter Punkt, ich scheine auch die parlamentarischen Fähigkeiten der grünen Fraktion in Summe überschätzt zu haben, denn wenn es einen solchen Bericht gibt, eines Gremiums, das nach unserem Antrag nicht mehr exekutiv, sondern auch legislativ ist, dann stehen da Empfehlungen von Expertinnen und Experten drin, wie eben von dir gefordert, und nicht einzig Anmerkungen von Abgeordneten, die sich in einem Arbeitskreis hier im Haus getroffen haben. Und daraus parlamentarisch etwas zu machen, das ist die vorderste und vornehmlichste Aufgabe vom Parlamentarismus. Dafür steht dann auch den Grünen das gesamte parlamentarische Spektrum über sämtliche Antrags- und Interpellationsmöglichkeiten.